mit 50% Förderfähigkeit. Das heißt, die haben letztendlich nur die Hälfte der Preis gezahlt. Ja? Also auch da beraten wir sehr gerne. Ja? Also hier uns Volksgeschichte, ein Use Case. Ich habe hier mal nur einen Use Case von wirklich von vielen, von Dutzenden von Use Cases, von Hunderten von Use Cases herausgesucht, weil ich das Video wirklich so kurz wie möglich halten möchte. Ich habe ja versprochen, maximal 10 Minuten, sind wir schon kurz drüber. Ablöse von Excel. Also wie ich es eben schon gesagt habe, es gibt noch Hunderte von Firmen da draußen, die leider noch sehr stark damit zu kämpfen haben und sehr stark darunter leiden, dass sie nach wie vor alle ihre Daten verstreut haben, wie so ein Fleckenteppich, kann man sich das vorstellen. Ja, also ein riesiger Teppich mit lauter Flecken drauf und überall ist ein Häufchen sind ein Häufchen Daten und es gibt keine Möglichkeit, mal per Knopfdruck oder per Mausklick hier einen holistischen Überblick zu generieren oder einen Chart oder eine Dashboard, wo ich genau sehen kann, okay, das sind meine ganzen Kundendaten, so viele Außenstände habe ich noch, so viele potenzielle Kunden sind in meiner Pipeline, so viele Telefonate wurden geführt von meinem Außendienst, ja, so viele Kundenbesuche oder auch meinetwegen digitale Kundenbesuche, also über Zoom, über Teams und so weiter und so fort. Also ich kann nicht einmal, ich bin nicht mal fähig, hier ein vernünftiges Forecasting zu erstellen. Das ist de facto, leider de facto so. Es gibt immer noch sehr viele Vertriebsteams, die einfach nicht kohärent und zentralisiert arbeiten. Ja, das ist sehr, sehr bedenklich, würde ich mal sagen. Auch im internationalen Wettbewerb, muss man ehrlich mal so sagen. Ja, sind wir in Deutschland noch sehr weit hinten teilweise. Teilweise schon sehr weit vorne, aber es gibt eben immer noch diese 45%, die haben eben sehr starkes Nachholbedarf. Und wenn du dazugehörst und diese Herausforderungen ja hast, zum Beispiel in der Kommunikation, dass mehrere Leute gleichzeitig miteinander kollaborieren müssen, ja, du den Überblick gar nicht hast oder im Homeoffice sitzen oder quasi remote sitzen oder vielleicht sogar im Ausland oder wo auch immer, dann melde dich auf jeden Fall bei uns. Hier war es jetzt so, dass wir einfach die Lösung gehabt haben. Wir haben einfach hier schon die bestehenden teilweise Prozesse, die jetzt da schon vorhanden waren. Wenn sie nicht vorhanden sind, dann überarbeiten wir die auch nochmal gerne verwendet. Und deswegen ging es auch dann relativ schnell bis zum Go Live und haben das letztendlich dann noch zusätzlich verbessert und dann in die Software, die wir programmiert haben, dann mit eingepflegt. Und das Ergebnis war natürlich ein ganz wichtiger Step und Milestone in Richtung Digitalisierung für dieses, in dem Fall war es ein Dienstleister aus der Tourismusbranche. Und wie gesagt, 50% davon gab es sogar Förderung, also besser geht's gar nicht. Ja, also den Preis nochmal halbiert. Also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst durch all diese Themen, die ich jetzt gerade hier beschrieben habe im Einzelnen, wenn ich dein Interesse geweckt habe, dann bitte nutze doch einfach den Link, den du hier unter diesem Video finden wirst und trag dich ein für ein 30-minütiges, 60-minütiges, je nachdem, Telefonat hätte ich schon beinahe gesagt. Nein, das wird sogar ein Videocall, weil wir wollen uns einfach mal in die Augen schauen. Ja, vieles ist halt einfach auch eine Sympathiegeschichte und am Telefon ist eine Sache, aber sich dann zum Beispiel über Videocall nochmal in die Augen schauen zu können, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich möchte dir zum Abschluss noch mitgeben, wenn du eines dieser Probleme oder ähnliche Probleme hast, die ich jetzt hier aufgelistet habe, fass dir ein Herz. Leide nicht unter der Prokrastination. Ich habe ungefähr 1000 Kundengespräche pro Jahr. Ungefähr, Pi mal Daumen, 1000. Ja, Pi mal Daumen, ein paar mehr oder weniger. Und ein guter Prozentsatz davon leiden unter dem Thema Prokrastination. Also, sie sagen letztendlich, das ist das typische Thema, dass sie sagen: Naja, ich weiß nicht genau, was morgen ist, also mache ich erstmal gar nichts. Und das ist, oder ich weiß nicht, welche Entscheidung ich fällen soll, treffe ich erstmal keine Entscheidung. Und das geht mittel- bis langfristig geht es in die Hose. Denn selbst die Entscheidung zu fällen, keine Entscheidung zu fällen, ist eine Entscheidung. Und es ist definitiv immer die falsche. In diesem Sinne, dein Thomas Klein, ich freue mich auf der anderen Seite. Trag dich hier unten einem Link, im Kalenderlink, such dir einen freien Spot. Wir sind zwar teilweise sehr stark gebucht, also wenn du quasi jetzt nicht sofort einen findest, dann halt in 1 oder 2 Wochen. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Mich würde es wirklich sehr freuen. Wie gesagt, es ist völlig unverbindlich und kostenlos. Und wir haben schon Leuten wirklich ein Stück weiterhelfen können, allein in dieser 60-minütigen Session. Und wie gesagt.
Alles Gute und bis bald. Dein Thomas Klein. Bis dahin.